Ruhe am Set, wir proben, hieß es vergangene Woche in Römerstein im Landkreis Reutlingen. Studenten der Hochschule der Medien Stuttgart, kurz HDM, drehten im Teilort Böhringen einen Spielfilm. Die ganze Woche über wurde dort ein altes Bauerngrundstück zum Drehort umfunktioniert. Für den Film »Wer anderen einen Bunker baut«. Inmitten von Hühnern haben die Studenten der HDM Stuttgart ihre Ausrüstung aufgebaut. Gemeinsam drehen sie den 10-minütigen Film »Wer anderen einen Bunker baut«. Wir haben einen intelligenten Querkopf, der Angst hat vor einer atomaren Bedrohung, weil gleich um die Ecke ein Atomkraftwerk steht. Und er beschließt, seinen eigenen Bunker zu bauen in seinem Garten. Damit die Arbeiten zum Film reibungslos funktionieren, hat am Set jeder seinen genauen Aufgabenbereich. Ruhe am Set, wir proben! Absolute Ruhe bitte! Kamera! Bei den Drehaufnahmen werden Bild und Ton getrennt aufgezeichnet. Dank der Klappe können sie später zusammengesetzt werden. Am letzten Drehtag in Böhringen dreht das Team eine Szene mit dem Hauptdarsteller Falk Tröber alias Wendelin Heufelesberger. Der Wendelin ist ein sehr zurückgezogener Mensch, der im Prinzip nur seine Schildkröte hat und seinen Musikverein. Das ist praktisch seine Familie. Ja, ansonsten ist er, ja. Als Wendelin das Reaktorunglück in Fukushima im Fernsehen sieht, bekommt er Angst vor einer Atomkatastrophe in seinem Dorf. Er beschließt, für sich und seine Freunde einen Schutzbunker zu bauen. Doch die reagieren darauf mit Spott und Hohn, schließen Wendelin aus dem Musikverein aus und spielen ihm sogar einen bösen Streich. Es geht um Verrat, es geht um, wie die Menschen miteinander umgehen in der Gesellschaft. Nämlich so, sobald jemand etwas anders ist, wird er sofort verspottet und ausgelacht, zumindest schief angeguckt. Und das sagt der Film auch aus. Torben Stange ist der Regisseur des Films. Er leitet vor allem die Schauspieler während des Drehs an. Dafür muss er das Drehbuch genau kennen und wissen, was er für eine Geschichte erzählen möchte. Der Grundtenor von der ganzen Geschichte ist, dass Veränderung immer ein bisschen schwieriger ist als Stillstand. Also das heißt, dass wir diesen Charakter im Mittelpunkt haben, der sich verändern will, der was tut und im Kontrast dazu seine Kumpels da in der Gaststätte, die ihn dafür nur belächeln und dabei bleiben, was sie schon immer gemacht haben. Erzählt wird der Film in Form einer Komödie. So könne ein ernstes Thema mit einer gewissen Leichtigkeit an den Zuschauer herangebracht werden, so Stange. Auch verzichtet der Film gänzlich auf Dialoge, was den Grundgedanken der Geschichte betonen soll. Finanziert haben die Studenten den Film über Sponsoren. Die Hochschule selbst stellt ihnen die Ausrüstung wie Kamera und Ton zur Verfügung. Aber es ist viel Arbeit und wir haben uns vielleicht ein bisschen mehr aufgelegt, als wir hätten machen sollen. Aber ich denke, es kommt was ganz Cooles dabei raus. Was für ein Streich die Freunde Wendelin spielen und warum das Silo des Nachbarhofs in die Luft fliegt, das möchten die Studenten aber noch nicht verraten. Zeigen werden sie den Film Ende Juni in Römerstein und am 30. Juni an der HDM in Stuttgart. Soweit aus unserer Nachrichtenredaktion.